Hoch über Helsingborg thront der Kernan immer noch als Wahrzeichen und Landmarke der Stadt. Erik der VI. Brauchte die Festung als Schutz vor seinen Feinden im Ausland und noch mehr vor denen im Innern des Landes. Dann sind also die Geschichte des Wehrturms und die von König Manwit untrennbar miteinander verbunden? Ja. Jedenfalls ließ sich Erik mit dem Kernan ein gewaltiges Denkmal erbauen. Und es sollte unzerstörbar sein. Entsprechend groß war der Druck, unter dem der Baumeister stand. Und? Habt ihr alle Stoffe erhalten, die ihr gesucht? Der Baumeister. Ihr ließet mich rufen, mein König. Ja. Wir brauchen eine neue Burg am Öresund. Eine Festung. Stark und uneinnehmbar. Und du darfst sie uns bauen. Ich, mein König? Alleine? Dazu braucht es Arbeiter, Steinmetze, Zimmerleute, Schmiede. Und alle wollen sie bezahlt sein. Habe ich euch gesagt, dass ihr sie bezahlen sollt? Sprich! Das nicht, mein König. Dann tu du deine Arbeit. Das Bezahlen kümmere ich mich schon. Und nun hör zu. Groß soll sie sein. Sehr groß. Der Kernan war für Erik Manwit ein besonderes Bauwerk. Sein Baumeister sollte für ihn eine uneinnehmbare Festung errichten, mit starken Ringmauern, einem Wassergraben und einer Zugbrücke. Dazu wollte der König große Vorratsräume und eine eigene Wasserversorgung. In die Mitte sollte ein mächtiger Bergfried als Rückzug und Schutzraum für die königliche Familie. Wurden dabei eigentlich auch Geheimgänge angelegt? Es gibt unter der Festungsanlage einige Tunnel, die hinunter zum Hafen führen. Die meisten davon wurden allerdings im Zweiten Weltkrieg angelegt. Im Turm selber wurden bis jetzt noch keine Fluchtwege entdeckt. Aber die Kamine, selbst die Toiletten sind ja miteinander verbunden. Es soll ja sogar so etwas gegeben haben wie einen Fahrstuhl oder Aufzug. Ja, das ist richtig. Und ehrlich gesagt ist ein großer Teil des Gebäudes archäologisch noch gar nicht erforscht. Die letzten Ausgrabungen liegen schon 12 Jahre zurück. Und man darf gespannt sein, was neue und umfangreichere Grabungen in der Zukunft noch zutage bringen. Mit jeder neuen Information erhält Journalist Christian Schröder wichtige Erkenntnisse auf seiner Suche nach dem wahren Hintergrund der vielen Legenden. Der Schwur des Kernan. Hüte dich vor seinem Bann.